Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Wir sind mit Arthur hier in Clemens Point. Und ich hatte versprochen, dass wir als nächstes mit ihm hier zum Rasiermesser und Pinsel greifen werden. Das werde ich auch tun. Ich kann mir vorstellen, dass sein Ausflug mit Sadie ihm gut gefallen hat. Sadie hat ihm vielleicht auch gut gefallen und dass er deswegen ein bisschen mehr wieder auf sein Äußeres achtet. Haare pomadisieren werden wir auf keinen Fall. Das sehe so aus. Machen wir aber nicht. Und wir werden auch nicht jetzt irgendwie eine besondere Bartfrisur nehmen, sondern wir werden den gesamten Bart etwas stutzen. Ihr seht es, aktuell hat er Länge 6 von 10. Es geht also noch viel, viel länger. Ich glaube, ab 7 braucht man Haartonikum, um noch mehr Wachstum zu erreichen. Wir werden ihn jetzt auch nicht bartlos machen, sondern einen etwas gepflegteren, gestutzteren Vollbart werden wir nehmen. Insofern werden wir vermutlich auch nicht zum Rasiermesser, sondern eher zur Schere gegriffen haben. So weit dazu. Ankel singt wieder sein Öllied. Währenddessen eine andere Geschichte. Ihr habt moniert, dass Arthur viel zu dick angezogen ist hier für diese Hitze. Ja, im Moment scheint es auch ein bisschen bewölkt zu sein. 19 Grad. Nicht bewölkt ist es eigentlich nicht, aber irgendwie so diesig. So heiß ist es nicht, aber naja, wir schauen uns das mal an. Garderobentechnisch, denn vielleicht kleine Überraschung. Das Outfit, was er hier gerade anhat, ist gut für heiße Temperaturen geeignet. Also diese Jacke, die Weste, die stört ihn zumindest spielmechanisch nicht. Aber ich komme eurem Wunsch nach. Wir werden ein bisschen ein hemdsärmeliges Outfit mal wählen und das speichern als Option. Okay, dafür müssen wir aber für das Outfit auf jeden Fall unseren Hut anlegen, das ist klar. So. Dann werden wir ihm den Mantel einfach mal wegnehmen und wir werden ihm die Weste ablegen. So, das ist gewissermaßen das gleiche Outfit, was er hat, bloß ohne Mantel und Weste. Und das werden wir jetzt mal speichern. Und zwar genau, das müsste dann eigentlich als Outfit 3 gespeichert werden. Ja, perfekt, alles klar. Gut, damit hätten wir das auch. In eurer Abwesenheit habe ich auch noch zwei Rezepte gelesen, die Arthur noch nicht kannte. Halt, hier wollte ich gar nicht hingucken. Und zwar, hier wollte ich auch nicht hingucken, entschuldigt. Ich will es euch nur kurz zeigen. Und zwar waren das die Rezepte Broschüre für Flintenbrandschrot und Spezialpferdestimulanz. Müssen wir uns mal gucken, ob wir das demnächst mal herstellen oder herstellen können. Dann hat uns hier irgendjemand, also wir haben hier einige Geschenke schon liegen, da sind Süßigkeiten, hier ein bisschen Medizin und so weiter. Brauchen wir zumeist im Moment nicht, außer, ich glaube, die Munition, die könnten wir mal mitnehmen. Wobei HG-Munition nutzen wir eigentlich gar nicht. Egal. Aber dieses Rezept, das sollten wir mal untersuchen. Bin mir jetzt gar nicht sicher, wer uns das geschenkt hat, aber das ist sicher hilfreich. Pferdenahrung, schaut mal aus. Schwarze Johannisbeeren, Rot, Beete und Heu. Können wir offenbar noch bessere Pferdenahrung herstellen. Sehr schön. Okay. Nutzen wir gerne. So, dann hatte uns Sadie etwas gefragt, was wir ihr schenken können. Ich habe leider nicht ganz mitbekommen, was es gewesen ist, aber ich glaube, wir besitzen es schon. Und ich denke, Arthur hat nicht übel Lust, das Sadie auch zu schenken. Was macht die denn da oben? Wie ist die da hingekommen? Sadie, kommst du mal runter? Ich habe was für dich. Okay, da hinten geht's hoch. You back already? Ah, eine Mundharmonika. Sadie, ich habe dir eine Mundharmonika geschenkt. Sprichst du mal mit mir? Freut sich gar nicht. Next time we run an errand together, remind me to pack more bullets. Come on, Arthur. Don't pretend that wasn't kind of fun. I guess. Ja, es hat Arthur auch Spaß gemacht, aber er ist ein bisschen traurig, dass sie gar nichts gesagt hat. Okay, I'll catch you later then. Als er ihr die Mundharmonika gegeben hat. Vielleicht hätten wir das nicht so im Vorbeigehen machen sollen. Schade drum. Nun gut, was erledigen wir als nächstes? Wir schauen mal. Ich denke, wir werden, bevor wir andere Missionen angehen, erstmal das tun, was hier im Lager möglich ist. Wir können mit Sean einen Einbruch machen, wir können angeln mit Javier. Oder wir können wieder einen Job für Leopold Strauss übernehmen. Ich werde mal Letzteres tun. Ich werde mal zu Strauss gehen. Ich gehe mal davon aus, das sind wieder
Ja, sind wieder irgendwie Schuldeneintreibungen, die wir hier durchführen müssen. Oh, Swanson ist ja richtig. Schaut euch das an. Hört euch das an. Swanson ist richtig zu jetzt schon wieder. Oh mein Gott, also das ist jetzt ein echter Absturz. Ich dachte, das hättest du überwunden, ey. Aber nein. Offenbar nicht. So, Mr. Strauss. Ah, Herr Morgan. Herr Strauss. How are you enjoying yourself here? Well enough, I guess. And you? Well, it turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us, and not for some of the locals. Sharking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Well, come on, then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. Ah, an apprentice undertaker. This one working in Rose. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. Diese Lache. Okay, zwei Leute diesmal. Strawberry sogar, ist schon ein bisschen weiter entfernt. Scheint noch ein altes Geschäft zu sein. Na gut, dann gucken wir mal, wo die ganz genau sind. Der eine ist in Rhodes und der andere, ja, wie gesagt, nördlich von Strawberry. Ja, ich würde mal sagen, wir machen mal Folgendes. Wir werden jetzt in Richtung Rhodes, wir werden nach Rhodes reiten. Wir werden erstmal unser Kopfgeld bezahlen und dann kümmern wir uns um diesen Gwen Hughes. Mal schauen. Und dann sehen wir weiter. Gut. Auf zu Scotch. Hier wartet Sean mit seiner Geschichte. Da wartet Javier zum Fischen, aber da kommen wir dann auch noch drauf zurück. So, geht los. Wie ist eigentlich so unser Zustand? Ganz gut, denke ich. Also hungermäßig. Es ist Mittagszeit, ne? Wir haben noch gar nicht zu Mittag gegessen. Wir sollten, glaube ich, bevor wir losreiten... Oh, nehmen wir mal ein bisschen Corn and Beef. Okay. So, dann auf geht's. Welttierwachen Lenny. You okay, Lenny? Yeah. Lemoyne wouldn't be my first choice, but... Okay. Gut zu hören. Ja. So, und ich gebe euch zu... ich gebe zu, es reitet sich weitaus angenehmer hier mit so... Hemd nur. Hemd und Hut, das genügt für Lemoyne. Und wir können ja jederzeit unsere Jacke wieder anziehen, wenn es uns zu frisch wird. Was ist denn da hinten? Da ist irgendwas. Ach, schaut mal, da sind Strafarbeiter oder so, die kloppen Steine, wenn ich das richtig sehe. I'm done listening to your bullcrap. All day, every day. That's it. I'm gonna knock you upside your head. Back to work before I fuck the pair. Okay, die machen hier eine Befreiungsaktion. This ain't how it looks. Aber ich würde mal sagen, I can't believe that worked. Yeah, well, we don't got time to celebrate. Come on. So, what's your plan anyway? It ain't my problem. Plan not to get caught. Now shut up. Ain't my problem. Ich würde mal sagen, die lassen wir einfach mal machen. Gut. Zurück zu unserem Plan. Yep. Plündern, naja, muss noch auch nicht sein. Wir sollten erstmal unser Kopfgeld loswerden.
Oh, warte mal. Was ist hier los? Hier liegt einer. Einfach so. Oder ist das irgendwie eine Falle? Der Typ reitet vorbei. Wir schauen uns den mal näher an. Okay, ist ein Lemoyne-Räuber. Okay, ja. Den hat es hier bei irgendeiner... Vielleicht bei irgendeinem Überfall oder sowas erwischt. Eine starke Arznei hat er dabei. Na gut. Okay, Phil. Immerhin. Machen wir uns schnell vom Acker. Hat keiner gesehen. Das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr. Selbst bei Lemoyne-Räubern. Die sind ja hier allerdings, wie wir gehört haben, ganz gut angesehen. Insofern sollten wir uns bei sowas extra nicht erwischen lassen. So, das hat gesagt, wir sollen keine Waffen hier verwenden. Ich glaube, das geht dann auch gar nicht. Oder das dürfen wir gar nicht. Ich guck mal, spaßenshalber. Tatsächlich, die Waffen sind gesperrt für uns. Also, ganz interessant. Das heißt, diese Idee mit dem Banküberfall könnte schwierig werden. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich wusste ja noch nicht, ob es geht. Ne? Wir hatten ja gedacht, dass man vielleicht von oben dort einsteigen kann. Wer liegt hier? Ist das hier die Pennerbank oder was? Das sind doch die Typen, die da hinten wohnen, im Trailerpark. Na gut. Okay. Wir wollen hier erstmal unser Kopfgeld zahlen. How you doing? Nothing wrong with me. So, alles soweit in Ordnung, normal, so wie es aussieht. Jawohl. Sir, welcome back. Got some bills to pay, huh? In der Tat. So, $60 sind wir losgeworden. Jetzt ist alles wieder gut. Wenn das mal immer so einfach Thanks. Wäre. So, da ist nichts Neues dran an der Pinnwand am schwarzen Brett. Dann kümmern wir uns jetzt um diesen Bestatterlehrling. Ah, da ist wieder der Typ mit der Schlange, Leute. Den wir, glaube ich, schon zum zweiten Mal gerettet haben. Ja, natürlich erinnere ich mich. Schenkst du uns schon wieder was? Immer wieder lustig. Für seinen Kumpel. Let me buy you something from the store. Whatever you want, it's on me. Ja. Okay, appreciate it. Okay, einen kostenlosen Gegenstand, alles klar. Aber jetzt kümmern wir uns erst einmal um den Bestatter. Beziehungsweise Lehrling. Er scheint ja selber noch nicht Bestatter zu sein. Gut, hier ist das Büro. Mal gucken, ob er da drin ist. Ne, die Tür ist zu. Ah, gewinnen, wir hören schon. Aber auch die Tür ist zu. Wo treibt er sich denn rum? Wir lauschen mal ein bisschen. Er scheint nicht besonders talentiert zu sein. Schleift er da den... okay. Er hat uns gesehen. Nee, er hobelt. Gwen Hughes, start picking out a box for yourself if you don't got that money you owe Leopold Strauss. I need more time. Doesn't everybody. That casket for you? Or you want another? Wait. I can get it for you. But, Na? Come with me to the churchyard. And stay close. Okay. Alright. Oh, this ain't right. I'll get you your money, but, well, you'll see. What ain't right is borrowing money you can't pay back. I guess you're correct, but this it ain't exactly right what we're doing.
You ain't the first to put his hand in the collection box, and you won't be the last. Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks since time began. Stay close to me now. Well, like I said, well, the morality of the matter is a little more confusing than that. Ja, das ist uns egal. Das ist dein Problem. Wir wollen nur das Geld. Okay. You head on in the church, I'll keep watch. Well, it ain't in there. It's under here. I'm digging up Mrs. Claypole. Jesus! Well, she got a bunch of jewels in there that she don't need. Okay. Gut, muss es ja wissen. Jetzt, da sind aber Leute. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Oh, damn it. There's a bunch of people here. Oh, I got it. Look, you clear them off, and I'll wait right around here. But don't hurt nobody. We don't want no fuss. Das wird vermutlich die Schwierigkeit sein für Arthur. Don't be shy. Ain't no one around. Just my auntie. Your auntie's long past prudishness. It's disrespectful. You'd rather disrespect the living, breathing woman you got here in front of you? Can't we just get married like normal folks? Married? Don't be goopy. I don't know what to say to you. Okay, ziert sich etwas. Möchte keinen Sex vor der Ehe. You two might want to find somewhere a little more private. We was fine until you got here, mister. Good day now. Die ist ganz schön frech hier, die Kleine. Get out of here, kids. Move! Come on. I knew we shouldn't have been here. You missed your chance, boy. Okay, und hier sehe ich noch eine Dame. Die ist hier ziemlich intensiv am Putzen eines Grabsteins. Ein bisschen manisch sieht das eher aus. Overgrown and all. Ma'am, would you mind clearing out of here for some maintenance work? Oh, gladly. It's about time this place got cleaned up. Ja, das war clever, Arthur. Okay, damit haben wir die Sache offenbar bereinigt. Sehr schön. So. Gewinnen. Kann losgehen. Now go watch the gate. I'll get to this, exhumation. Na gut. Passen wir mal auf, dass hier keiner reinkommt und zuschaut. Ich hoffe, da hinten ist da nicht noch ein Nebeneingang. Ne, da kann man nur über den Zaun springen. So, die Lady zischt ab. Das ist soweit in Ordnung. Da kommt allerdings eine nächste Dame, die hier rein will. Aber wir stellen uns hier mal breitkreuzig ins Tor. Hello there, sir. I'm sorry, ma'am. The church grounds are closed for maintenance work. Well, it's about time, too. The place was in need of some care and attention. Ja, okay. Gute Ausrede. Die andere fand das ja auch sofort glaubwürdig. Sehr schön. So, wartet mal. Wir müssen aufpassen, dass von hinten nicht möglicherweise einer kommt. Sieht aber nicht so aus. Okay. So, ich hoffe, der verarscht uns nicht und ist heimlich abgehauen. Das kann ja natürlich auch passieren. Da kommen zwei Typen. Wollen die hier lang? Okay. Mal sehen, ob sie sich auch so einfach abspeisen lassen. Gentlemen, church grounds are closed. Hey, look, we're closed for some excavation work. Would you mind? No, I ain't gonna mind you at all. You carry on with your business, we'll carry on with ours. This fella. Oof. Damn choir boy. Okay. Get the hell out of this churchyard. Are you boys gonna need yourselves a preacher? You hear this fella? I heard him all right. We're gonna lick you. Boah. Unser Hut. You gonna get a whooping. Uiuiuiui, die setzt uns ja hier richtig zu. Schnauze voll. So, verschwindet hier.
Puh. Shit. Hope this hole's dug. Das ist der falsche Hut. Nein. Unfassbar. So, austauschen. Dringend austauschen, bevor wir... Okay. So, ist er noch da? Hat er die Sache erledigt? Wo ist er? Da hinten. Oder? Oh Gott, der liegt... Oh Gott. Mann, beeil dich. Oh, forgive me, Mrs. Claypole. Mrs. Claypole. What'd you find? Well, she had a brooch here. It looks like diamonds. Oh my God. Gib her das Ding. Ich will damit nichts zu tun haben. Now get out of here, before someone sees you. Can't believe it's come to this. All right, well, I'm out of here. Ich finde, du solltest das jetzt noch zubuddeln. Ja, ja, alles klar. Buddel das. Oh Gott, er hat die einfach so aufgebrochen. Ah, nee, Leute. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Das soll er mal selber hier klären. Puh. Wahnsinn. Okay. Auf jeden Fall, den Job haben wir erledigt. Und mehr haben wir im Moment nicht in Road zu tun. Aber was mir gerade noch einfällt, wir könnten hier ja nochmal zum Büchsenmacher gehen, denn wir haben ja gehört, da gibt es eine neue Pistole oder so bei den Händlern. Die werden wir uns, glaube ich, mal besorgen oder zumindest angucken. Und dann sehe ich hier gerade, ja, dass es offenbar auch eine neue Zeitung gibt. Das ist ja erfreulich. Hallo, Ma'am. Aha. How's it going? Never been happier. Großartig. So, ich will hier eine Zeitung kaufen. Wanna buy something? Oh ja, schaut mal, die St. Denis Times Nummer 45. Die fehlt uns tatsächlich noch. Hervorragend. Haben wir wieder Lektürestoff für die langen Abende am Feuer. So, hier gegenüber... Oh, oh. Ein bisschen aufpassen beim Überqueren der Straße. Hier gegenüber ist gleich der Waffenschmied. Ja... Da gucken wir mal, was der Neues hat. Und ich finde, auch zu Recht wurde gesagt, dass diese goldene Knarre irgendwie nicht zu Arthur passt. Die werden wir auch nochmal ablegen, beziehungsweise das werden wir nochmal verändern. Gut. Well, welcome, partner. First time. Some ammunition's on the shelves, but I keep the guns locked. Take a look at the catalog and I'll pull out anything you'd like to see. Das mache ich. Blättern wir mal durch. Also... Wir haben den Kettleman, den besitzen wir schon. Das Ding ist neu. Das war diese Double Action, der Double Action Revolver. Wir vergleichen das mal mit dem Kettleman. Wir sehen, Schaden ist leicht weniger. Feuerrate ist etwas höher. Nachladezeit, identisch, Genauigkeit ist ziemlich geringer. Wir kaufen ihn mal, weil wir hier so eine kleine Waffensammlung anlegen. Aber bin mir noch nicht so sicher, ob... Hey, you know, that gun could use a few choice parts. Really make us sing. Ja, ja, bin mir nicht sicher, ob mich das Ding überzeugt. Verbesserte 3 kommt auch noch hinzu. Dann Visier nehmen wir auch. Okay, gut. Also, was gibt's noch was Neues? Gucken wir mal. Den Schofield besitzen wir. Die Volcanic-Pistole, die ist neu. Relativ teuer, 112. Was zeichnet diese aus? Der Schaden ist relativ hoch für eine Pistole, sehe ich gerade. Das ist, glaube ich, die große Stärke des Volcanic-Ding. Und die Genauigkeit dabei auch noch. Interessant. Bloß Feuerrate und Nachladezeit ist nicht so. Das könnte aber für unsere Art des Schießens vielleicht spannend sein. Sieht auch cool aus irgendwie. Dann lasst uns hier mal... Ja, das will ich auch. Erstmal Länge. Erhöht nochmal die Genauigkeit. Dann bitte Drall. Und Visier. Okay. Ich denke, wir werden die Waffen mal so ein bisschen testen. Vielleicht irgendwo im Wald. Wir gucken nochmal weiter, was hier neu ist. Das ist noch nicht erlaubt. Der Karabiner ist im Besitz. Litchfield ist noch nicht möglich. Die anderen Gewehre sind im Besitz. Bolt Action auch noch nicht möglich. Die abgesägte Flinte besitzen wir eigentlich. Okay, gut. Mehr Waffen sind hier nicht
Das wäre es dann fürs Erste hier beim Büchsenmacher. Und Compendium wurde aktualisiert. Gucken wir uns das nochmal an für den Double Action Revolver. Der Double Action Revolver von D.D. Peckinpah ist ein schnell feuernder Revolver mit mittlerem Schaden. Mit dem fortschrittlichen Mechanismus muss man nicht mehr spannen. Dafür hat er aber einen schwergängigen Abzug und niedrigere Genauigkeit. Die schnelle Feuerrate macht ihn zu einer guten Wahl im berittenen Kampf. Ah, verstehe. Gut, also er muss nicht gespannt werden. Und die Volcanic, was steht hier dazu? Die Volcanic-Pistole von Hutton und Baird verbindet die Mannstoppwirkung eines Repetiergewehrs mit dem Tragekomfort einer Handfeuerwaffe. Die Genauigkeit ist zwar gut, doch bei der langsamen Schussfolge und Nachladegeschwindigkeit sollten Sie Ihr Ziel besser gleich mit dem ersten Schuss erwischen. Ist also so ein Gewehr in Taschenformat. Mal sehen, vielleicht auch gar nicht so schlecht. Okay, wir tragen jetzt die gekauften Schusswaffen. Ich würde mal spontan... Nee, wir können erstmal gar nichts verändern, weil wir hier in Rhodes sind und gar keine Waffen nutzen können. Genau. Gut. Der Zeitungsjunge wird uns immer noch angezeigt. Hat er noch eine neue Ausgabe? Warte mal, ich will mal hingehen. Nee, alles klar, wir können bloß nichts, wir können nichts mehr kaufen. Gut, dann würde ich sagen, werden wir mal zum Abschluss gewissermaßen. Einmal noch durch den Ort reiten, um zu schauen, ob irgendwas Interessantes hier noch ist. Und dann, na, es ist schon 17:13 Uhr. Ich denke, wir werden im Lager heute übernachten. Oh, ich sehe gerade, hier ist tatsächlich sogar ein Auftrag. Dutch ist hier vor Ort. Okay. Aber ich würde gerne erst die Sachen im Lager machen. Dutch ist hier beim Sheriff. Nee, das machen wir später. Gut. So. Hier im Hotel oder im Parlerhaus scheint erstmal nichts Neues zu sein. Wir reiten einmal vorbei und schauen nach dem Rechten. Wir sind ja jetzt schon so eine Art Hilfs-Sheriffs. Nee, hier ist nichts Interessantes. Wir werden nochmal bei der Wollspinnerei vorbeireiten und hinter den Häusern entlang. Was sind das für Typen? Da. Sieht aus wie Lemoines, oder? Right, tatsächlich. Okay, Leute. Wir dürfen keine Waffen verwenden, aber mit denen kommen wir doch auch so zurecht, oder? Der hat ein Messer. Das ist natürlich nicht so nett. Der hält das so komisch. Was ist mit dir? Was? Boah. Das können wir auch. Oh nein, mit dem Messer. Verdammt, da können wir auch nicht ausweichen. Den müssen wir als erstes erledigen. Oh, oh, das wird hart, Leute. Bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen. Vor allem der mit seinem Messer ist ja wirklich nervig. Verdammt. Die machen uns richtig fertig. Oh, oh. Hör auf mit deinem Scheißmesser. Komm, hau ihn. Oh, oh. Jetzt sind wir gleich. Können wir schnell eine Medizin nehmen? Ist ein bisschen unrealistisch, gebe ich zu, in dieser Situation. Ah, dieser verdammte Messerstecher. Was soll man gegen den machen, ey? Ja, ihn erledigen.
Arf hat einen schweren Nachmittag hier, merke ich gerade. Okay, nur noch einer. Meine Herren, Leute. Also die Medizin hat uns hier ein bisschen das Leben gerettet. Ich nehme mal noch eine. Naja. Okay. Eigentlich brauche ich Kerngeschichten, gar keine Medizin. Egal. Wichtig ist, der Hut liegt noch da, aber Affe nimmt immer den falschen Affe. Bist du bescheuert? Entschuldigt, Leute. Tauschen wir ihn aus. Und guck nochmal, was die bei sich hatten. Ah, das Problem war dieser Messerstecher. Der hat uns einige Male so richtig hart erwischt. Ist Scotch hier so aufgeregt? Scotch hätte uns eigentlich auch mal helfen können, oder? Tritt mit dem Huf mal so, das wäre ziemlich durchschlagend gewesen. Okay, wir füttern ihn mal. Haben wir lange nicht gemacht. Hier, boah. Ne, es war irgendein anderes Pferd, was ich so aufgeregt habe. Gut, Leute, mit dieser Schlägerei beenden wir erstmal diese Folge für heute. Wir werden das nächste Mal zurück ins Lager reiten und von dort aus, ich denke, vielleicht diesen Raumzug machen oder angeln gehen oder beides. Mal sehen. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.